Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir sind hier stehen geblieben auf dem Rose Tower. Wir haben in letzter Folge Olivias Ultra OPs Milotic besiegt. Und nun werden wir sehen, was passiert. Ah, wie ist das nun möglich? Wie konnte ich deine Stärke so unterschätzen, obwohl du dich bei der Arena Challenge so gut geschlagen hast? Ihr könnt euch glücklich schätzen. Normalerweise würde ich euch nur weiter das Leben schwer machen. Aber wir haben nun alle Wunschsterne, die wir brauchen. Da dürft ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ändern könnt ihr daran eh nichts mehr. Wow, du bist einfach nicht aufzuhalten, Maike. Wie du deinem Italien all diese Tricks und Kniffe entlockst, ist echt der Wahnsinn. Es ist Zeit, die nötigen Vorbereitungen für den Liga-Präsidenten zu betreffen. Was ist denn los? Aber Delion, ich hab's dir schon 100-mal erklärt. Willst du mich einfach nicht verstehen? Du als Champ solltest es wirklich besser wissen. Ich verstehe nun zu gut, was sie sagen. Für mich ergibt es aber keinen Sinn, das Turnier morgen abzusagen, um ein Problem zu lösen, das 1000 Jahre in der Zukunft liegt. Kann diese Sache nicht wirklich noch einen einzigen Tag wagen? Als Champ sehe ich es als meine Pflicht an, morgen zu diesem Kampf anzutreten. Die Bürger der Galar-Region und nicht zuletzt ich selbst, wir freuen uns schon so lange darauf. Dann verstehst du es immer noch nicht. Du verstehst einfach nie. Sieh genau hin, Delion. Das ist die Galar-Region. In 1000 Jahren wird die Energie, die für das Aufrechterhalten dieses Lichterglanzes nötig ist, völlig erschöpft sein. Doch wenn dieser Tag kommt, werden wir längst nicht mehr am Leben sein. Unsere Zeit hier ist begrenzt und genau deshalb zählt jeder einzelne Tag. Je schneller wir handeln, um dieses Problem endgültig aus der Welt zu schaffen, desto besser. Ich will eine bessere Zukunft für alles schaffen, Delion. Verstehe, Liga-Präsident. Das ist es also, was uns in 1000 Jahren erwartet. Ich glaube, jetzt habe ich ein besseres Bild davon, worauf Sie hinaus wollen. Sie haben mein Wort. Ich werde Ihnen helfen, sobald der Champ Cup morgen vorbei ist. Delion! Ich habe mir solche Sorgen gemacht um dich, weil du nicht zu unserer Verabredung angekreuzt bist. Dich hier zu finden war alles andere als einfach. Zum Glück hat Ness uns geholfen und Mary und Team Yell auch. Es tut mir wirklich leid, dass du so viel Ärger wegen mir hattest, Hop. Weißt du, manchmal sind Erwachsene zu stolz, um eine aufrichtige Konversation zu haben und drehen stattdessen völlig aneinander vorbei. Mach euch keine Gedanken über das all hier. Lass uns einfach zum Hotel zurückgehen und uns nach Herzenslust den Bauch vollschlagen. Die Rechnung geht natürlich auf meinen Nacken. Ich hoffe, Sie sehen sich die Kämpfe morgen an, Liga-Präsident Bros. Dieses Turnier wird in die Geschichte Galars eingehen. So viel steht fest. Du magst dich damit zufrieden geben, in die Geschichte Galars einzugehen. Aber ich habe vor, die Geschichte zu verändern. Wenn du tick, auch im Alleingang. Ist er böse? Ich wusste es. Spaß. Aber vielleicht ist er wirklich böse. Er wirkt auf mich jetzt nicht mal so sympathisch wie am Anfang. Am Abend des nächsten Tages. Es ist soweit. Und hast du dich auch richtig ausruhen können? Ich bin so nervös, als würde ich selbst antreten. Du bist Maike, richtig? Das Finalturnier beginnt in Kürze. Wenn du möchtest, bringe ich dich ganz zum Scheitern. Hey, es tut sich ja nicht so, als wäre gestern nichts passiert. Mein Partner Liberlo und ich zeigen Ihnen nur zu gerne, wo der Hammer hängt. Moment, nichts überstürzen. Ich gehöre zu den Guten. Nicht alle Angestellten der Pokémon-Liga folgen Olivias Befehlen blind. Ich habe natürlich gehört, was sich gestern zugetragen hat, und das tut mir alles sehr leid. Olivia würde alles für den Liga-Präsidenten tun, ohne Rücksicht auf Verluste. Offenbar hat sie zu diesem Zweck sogar extra eine Gruppe von Experten aus der Angestellten der Pokémon-Liga rekrutiert. Aber ich kann euch beruhigen, die Liga-Angestellten, die sich heute um euch kümmern werden, wollen euch nichts Böses. Nun gut, klingt, als können wir ihr vertrauen, Maike. Okay. So, aber jetzt ab zum Stadion mit dir, ich will dich endlich kämpfen sehen. Aber einen Moment, sind mein Boomen geheilt? Ja. Ich hoffe, die sind jetzt geheilt. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja, super.
By the way, warum stehe ich eigentlich schräg? Soll das so? Naja, wie auch immer. Auf zum Finale! Maike! Ja? Da wären wir im Score-Stadion, dem krassesten Stadion in Gala. Will mir jetzt ernsthaft erklären, was das für ein Stadion ist. Junge, ich war da schon zweimal. Oder ich habe zumindest zweimal gekämpft. Und hier wirst du die allerbesten Kämpfe in denen die Welt je gesehen hat. Los, melde dich an. Hab ich doch. Was willst du? What are you on about, bro? Das ist Maike! Gib alles. Viel Glück bei deinem Kampf. Wer wird wohl gewinnen? Ja, wir schaffen das ganz bestimmt. Balduin-Schild in meiner auf meiner Seite steht da, ja. Hallo Maike, wir haben dich schon erwartet. Da du beim Vorturnier erfolgreich warst, trittst du als nächstes mit 7 Arena-Leitern zum Finalturnier an. What? Diesmal werden sie sich nicht zurückhalten. Wenn du es schaffst, das Turnier zu gewinnen, trittst du schließlich den Kämpfen gegenüber. Muss ich jetzt gegen alle Arena-Leiter kämpfen, außer Ness? Bitte nicht, bitte nicht. Oh, oh. Oh, verdammt. Oder Ness auch? Warte, Roy ist gar nicht da. Warte, wer ist nicht da? Doch, Roy ist da. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Einer fehlt, wer ist es? Mir kommt gerade nicht in den Kopf. Also, Ness ist da! Lass mich mal ganz kurz auf die Ligakarten schauen. Vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Papella! Ach stimmt, Papella ist ja jetzt nicht mehr. Oh, Betis! Oh, Betis! Oh, damn! Mein Ziel? Gewinnen, würde ich sagen. Und zwar ganz ohne Dynamax. Mir geht es um die Ehre der Bewohner von Spikewood. Ich will, dass sie wieder lächeln können. Hallo, lange nicht gesehen. Unser Kampf bei der Arena Challenge war nicht zweiter als ein Test. Hier wird alles anders. Schluss mit Weichspieler, Spüler. Jetzt wird ernst gemacht. Ich habe das Gefühl, als würde meine Maske gleich runterfallen. Oh. Vielleicht sehen wir ihn da dann. Ich werde das Finalturnier gewinnen und mir so das Recht erkämpfen, den dann herauszufordern. Nur so kann ich mich bei Duraludon und meinem anderen Pokémon-Team gebührend bedanken. Ich treffe gleich mit im ersten Kampf auf Roy. Das nenne ich mal Pech. Aber ich gebe mir nicht so schnell geschlagen, selbst wenn er wieder mit dem Wetter spielt. Bei meinem Match ist Gator nicht heiß her, so wie es die Zuschauer vielleicht gerne hätten. Ich werde ihnen zeigen, wie ein kaltblütiger Kampf aussieht. Ich stelle mich stets neuen Herausforderungen, damit ich als Pokémon-Trainer nicht irgendwann aus der Strecke bleibe. Wenn du immerzu versuchst, über dich selbst hinauszuwachsen, ermattet dein Glanz nie. Okay. Ja, let's go. Die Öffnungszeiten beginnen bald. Möchtest du den Kampfplatz betreten? Ja, es kann losgehen. Jetzt geht's erst richtig los, anscheinend gegen alle nochmal kämpfen. Juhu. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Oder warte, vielleicht habe ich es falsch verstanden. Weil Jarong meinte, er kämpft gegen Roy. Vielleicht kämpft er nur gegen 2. Oder 4. Besser als gegen alle. Oh, da wartet Deleon auf uns. Deleon, du wirst sehen. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Deleon, euer Champ. Und ich erlaube mir mal, das Wort für den Trigger-Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Trainer der Galar-Region an diesem Wettkampf wachsen. Aber noch viel mehr will ich, dass der allerbeste Trainer unter euch mir alles abverlangen. Also dann, genug geredet, hiermit erkläre ich das Finalturnier offiziell für eröffnet und die Tiere gehen viel zu schnell weg. Finde ich. Ja. Naja. Halt! Was? Ist das Betis? Hä, wer ist das? Oh, süßes Outfit. Ich bin Betis. Erinnern Sie sich noch an mich? Genau, der Betis, der in Schmach und Schande disqualifiziert wurde. Betis, das ist der Typ, dem Liga-Präsident Rose persönlich eine Empfehlung geschrieben hatte. Ich habe noch eine Rechnung mit Maike zu begleichen. Ich weiß, dass es gegen die Regeln ist, aber ich fordere hiermit, gegen sie antreten zu dürfen. Ich verlange ein allerletztes Match. Und wenn ich verliere, schwöre ich, meine Karriere als Trainer für mich für immer zu beenden. Was sagt man dazu, meine Damen und Herren?
Der kürzlich disqualifizierte Challenger Betus hat sich unbefugt auf den Platz geschlichen. Meine Damen und Herren im Stadion und zu Hause, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Die Turnierveranstalter diskutierten hinter den Kulissen bereits, wie sie fortfahren wollen. Glaub mir, ich weiß besser als jeder andere, wie irrsinnig diese Forderung ist. Aber ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht weiter tatenlos zusehen. Seit ich dir begegnet bin, geht mein ganzes Leben den Bach runter. Erst lässt Liga-Präsident Rose mich eiskalt fallen. Dann habe ich nur die Befehle meiner Assistentin und wie wir befolgen, die Wohnstände gesammelt. Und dann plötzlich diese verrückte alte Schachtel in mein Leben und textet mich von früh bis spät mit Feen-Pokémon zu. Hast du eine Ahnung, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich nur noch von Ping umgeben ist? Ja, weiß ich. Wenn alle nur in Quizform kommunizieren und man täglich mit Feen-Pokémon kämpfen muss. Und jetzt stehe ich hier und erzähle den ganzen peinlichen Mist auch noch ausgerechnet dir. Was ist aus mir geworden? Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Der Champ hat der Forderung des Eindringlings tatsächlich stattgegeben. Er darf antreten. Ach, Deon. Was mag wohl sein Beweggrund gewesen sein? Etwa sein berühmter Traum, dass aus Gala irgendwann die Region mit den stärksten Trainern von der Art werden soll? Oder wittet er hier eine Gelegenheit, das Können von Maike zu prüfen? Mein Stolz ist noch nicht gebrochen. Ja, wir kämpfen gegen Betis. Super. War klar. Aber hey, nice Outfit. Seine Pose, echt etwas girly. Oh, deine Hand, was hast du mit deiner Hand gemacht? Also, Betis ist etwas girly geworden, aber ey, mach dein Ding, ne? Yeah. Wir haben so viel durchgemacht. Für uns gibt es keine andere Option als den Sieg. Oh, Bedroher, war ja klar. Okay. 4 Pokémänner nur, okay. Ich würde sagen, im ersten Kampf machen wir immer einen Talion und danach gucken wir mal, was kommt. Mal jetzt tauschen und dann kriege ich einen auf die Schnauze, da bin ich nicht. Deshalb machen wir das, zack, und weg bist du vom Fenster. Ich werde aber echt nicht mit den Talion kämpfen, ist viel zu OP. Gardevoir! Darum, Silenbrim ist mindestens genauso hübsch wie Gardevoir. In meinen Augen zumindest. Ich hab dich ganz so lieb, ja? Ja! Oh yeah. Na komm, okay. Zauberschein! Oh, Gedankengut. Da kommt ein Tropfen. Oh, macht das viel. War ein Volltreffer. Okay, aber trotzdem war das viel. Oh nein, die kann das auch. Aua. Zauberschein. No. Are you freaking killing me right now? What the frick is this? I do not appreciate what you're doing in this fight. Oh, er greift mich an. Scheiße, ich bin tot. Der Hottie-Kampf hat sie nämlich leider nicht gewonnen. Das tut so weh. Komm, Kursi. Auch wenn schon Level 55 ist. Egal! Kursi ist mit ihrer Verteidigung gefühlt noch auf Level 45 oder so. So, Bürde. Hör auf. Mit deinem Rotz. Kriegst du davon, wenn du deine Freunde umbringst. So, Heilung. Nur 1 KP. Really? Also wahrscheinlich, weil ich nicht so viel abgezogen habe. Galoppa! Ah, Loppidoppi. Ah, das ist ja Gala Galoppa, ne? Cremi. Ich denke mal, bis Folge 40 werden wir die ganze Zeit nur noch hier in der Arena sein, ja. Ich denke jetzt mal, das dauert nämlich ein wenig. Aber guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Ich wollte das eigentlich im Team haben. Aber ihr seht ja mein Team. Ich kann niemanden davon nein sagen. Es geht einfach nicht. Okay, vielleicht Zwolog, aber komm. Ha, Galoppa. Oh. Kacke. Erstmal verwirren.
Gott, nein. Warum? Warum Volltreffer? Hallo? So. Nice. Lassen wir mal Genesung ein. Nein! Frick! Wir sind. Oh, ich lebe noch. Soll wieder aufbauen. Nice. Jetzt rauf da. Auf damit geprüft! Ich könnte auch Verzierung einsetzen. Weil dann bin ich nämlich gepusht mit meinen Stats, aber lass es erstmal. Dead. Nice! Level up für niemanden. Seelenbrief. Kacke. Warum habe ich daran nicht gedacht? Natürlich hat das Seelenbrief. Sein vorletztes Pokémon, glaube ich. Und ihr letztes? Da ist die Röhre weg. Du glaubst wohl, der Held ist schon gewonnen? Was? Ja. Also ist das wirklich ein letztes Pokémon? Habe ich mich verguckt? Ich sehe es gerade wirklich nicht. Egal. Nicht schlimm. Ah. Giga Dynamax in den Brief. Jetzt seht ihr zumindest, was ich eigentlich versucht habe zu erreichen. Oh, Girlie Post? Nein, schade. Ich meine, egal. Da, das Vieh. Guckt euch an, wie schön es ist. Ich mag es. Aber es ist vom Gegner-Team. Was denke ich da? Weg damit. Ich habe es einen reingetreten. Oh oh, oh oh. Feuer? What? WTF? Was? Ich dachte gerade so eine hellische Erscheinung und ich lebe. WTF war das? Der kann einfach eine Feuerattacke. Wer hätte das denn ahnen können? Das reicht, Fräulein. Das finde ich so nicht okay. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wie sich mein magischer Finger in riesengroß anfühlt. Yeah. Wirst schon sehen. Denn ich bin schneller als du. Bam! Scheiße! Sie lebt noch. Okay. Die alte Schachtel hat mir diese Attacke beigebracht und jetzt benutze ich sie. Was? Sanktion? Ah, nichts Besonderes, glaube ich. Ich sollte aber nicht sowas sagen. Volltreffer, Alter. Was soll denn der Müll? Ich wurde verwirrt? Würde mich echt auf die Schippe nehmen, oder? Greif an, greif an, greif an, greif an! Nein! Inteleon wurde besiegt! Wann hatten wir das denn mal? Scheiße. Hey, Kursi. Du hast doch bestimmt Lust, mir mal unter die Arme zu greifen, oder, Süße? Oh, so viel kleiner, immerhin. Aber die Haare von dem Vieh, guck dir die Haare an, wie cool die einfach aussehen. Von Sinan Brim, ich mag die im Brim einfach sehr. Okay, lass mich. Jetzt zurück. Die Rache von Kursi. Ey, Kursi ist aber echt stark, muss man sagen. Da habt ihr gesehen, die Haare, wenn die offen sind, dann sehen die noch viel schöner aus.
Level up für Cremi! Der dann kriegt natürlich nichts, weil die tot sind. Gewonnen! Den Betis! Da wird man schon drauf. Sieht so aus. Alle sind vorbei, aber immerhin konnte ich allen die Vorzüge von Fee-Pokémon zeigen. Betis ist auf einmal irgendwie cute geworden. So ganz leicht. Ich habe verloren. Die Entscheidung ist gefallen. Mike und ihr überragendes Team haben Betis in die Knie gezwungen. Hey Betis, gut gekämpft. Wir wollen dein Comeback als Trainer. Gib nicht auf. Mein Comeback? Soll das ein Witz sein? Ich habe verloren. Damit habe ich meine Revanche in den Sand gesetzt. Eigentlich wollte ich meine Karriere als Trainer jetzt ein für alle Mal an den Nagel hängen und dieser alten Schachtel zu entkommen. Und jetzt wollen plötzlich alle, dass ich Trainer bleibe? Das ist alles so deine Schuld. Wegen dir bin ich dazu verdammt, für immer der Arena-Leute der Feen-Arena zu bleiben. Naja, wenigstens soll es nicht allzu lange dauern, bis ich Papella betroffen habe. Ich bin immerhin ein Naturlatent. Hören Sie das, meine Damen und Herren? Das ganze Stadion jubelt den beiden jungen Trainern zu. Was für eine Atmosphäre. Doch jetzt zieht sich Michael für eine Kurzpause in den Wartebereich zurück, um ihr Team nach diesem unerwarteten Kampf wieder aufzupäppeln. Dieser Auftritt von Betis war sicher eine große Überraschung für dich. Wenn du bereit bist, dann ergibt sich wieder. Okay. Man darf sich immer wieder heilen. Das finde ich zu OP. Vor allem jetzt hier beim richtigen Arena-Kampf. Da finde ich es OP. Aber gut, bei dem kann ich noch verstehen. Aber wenn ich danach nochmal heilen kann, ich meine, Betis war ja unerwartet, ne? Da kann ich noch verstehen, dass sie sagen, ja, okay, kann nochmal heilen. Aber wenn ich jetzt mal nach dem nächsten Kampf nochmal heilen darf, dann ist echt zu krass. Ganz ehrlich. Früher musstest du immer ganz viele Items kaufen und so. Oh je, Hopper hat verloren. Ja, der Arme. Aber einer geht immer mit leeren Händen raus. Das ist halt so. Es kann nicht mehr als einen Sieger geben. So geht das nicht. So. Wir gehen den langen Weg hier hin, damit wir uns kostenlos heilen können. Ich bin stolz auf mein Team. Okay, der Hype ist ein wenig verfallen. Mag gerade so viele weirde Sachen kamen, aber. Naja, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass der Präsident etwas. Oder der Liga-Präsident etwas Böses vorhat. Der kommt mir sehr ungeheuer vor. So, weiter geht's. Wer ist denn der Nächste? Den machen wir heute noch. Das ist niemand Geringeres als... Und da sind wir wieder mit den lang ersehnten Startschuss für das Finalturnier des Champ Cups. Im Eröffnungskampf der ersten Runde treffen die folgenden zwei Trainer aufeinander. Maike, die berühmte junge Hoffnungsträgerin des Champs. Und Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Du bist viel stärker geworden, seit wir im Stadion von Kilton gekämpft haben. Dylan ist eben nicht nur der Champ, weil er ein toller Trainer ist, sondern auch, weil er ein gutes Auge für das Potenzial anderer hat. Aber du bist nicht der Champ und du wirst den Titel heute auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde diesen Kampf natürlich gewinnen. Und danach stoße ich Dylan vom Thron. Ich weiß, dass man dich nicht unterschätzen darf, deshalb werde ich auch mit Dynamax kämpfen. Mein Team wird ordentlich Wellen schlagen und dich bis ans Ende der Welt spülen. Das denkst auch nur du, Kate! Ich habe dich einmal besiegt und ich mach's auch gerne nochmal. So, gleiche Pose, deshalb gibt's hier keinen Farb mehr von dir. Was ist das denn? Tektas? Digga, das Ding ist bedrohlich. Ich habe Angst, was ist das? Sein, er wird enttäuscht sein, aber ich werde dich und dein Team wegspielen. Junge, das Vieh sieht übel spooky aus. Ich habe no joke Angst. Ich habe das Gefühl, das Ding ist Käfer, Wasser, Eis, Stahl, Kampf, keine Ahnung, was es ist. Schwerttanz. Oh, vielleicht ist es Drache? Vor allem, warum ist Schwerttanz eigentlich eine Drachenattacke? Macht es nicht mehr so einen Schwertkampf, eine Kampfattacke zu machen?
Schwert tanzen, eine Kampfattacke zu machen oder sowas. Weil was haben Drachen denn mit Schwerter zu tun? Lul. Das ist nicht sehr effektiv. Warum bist du dann was? Das ist doch was? Rückzug? Okay, Gold King. Schön, dass es zu wissen, dass es Gold King gibt. Gold King, Gold King, Gold King, Gold King, Gold King, Gold King, Gold King. Tschüss, Gold King. Oh, damn it! Damn, baby. Oh, das hat sogar eine AP gekostet. Wie denn da? Oh, wow. Nein, das Ding kann sich heilen. Oh, nein, 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 das ist nicht gut, gut, gut. Nein, 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 das ist nicht gut, gut, gut. Deshalb stirbst du jetzt. Tschüss, 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 tschüss. Was? Was? Was zum Henker, WTF? Warum überlebt das Vieh? Warum? Ich verstehe es nicht. Das geht mir gerade gewaltig auf den Keks, du. Das war echt gut Damage eigentlich. Coole Animation war der dabei. Ach, Erz zählt auf einmal Bruchrüstung. Endlich. Gut, das Item war eine sehr gute Idee tatsächlich. So, nur mit Bruchrüstung kann Kursi auch mithalten. Nein, eben nicht. Verdammt. Ich dachte, Bruchrüstung macht Rüstung heile, aber nee, eben nicht. Das hängt ja in Verteidigung. Ich bin dumm. Sorry, Leute, ich bin dumm. Egal, Kurse kriegt ein Level up. Barakiefer, ja, da kann Kurse weiterkämpfen. Kurse macht nämlich gerade einen super tollen Job. Ich glaube, noch 3 Pokémon hat sie, ne? Ne, 4. Einer habe ich nicht gekillt. Juwelenkraft ist stärker, deshalb. So. Ach so. Mhm, ja. Ja, okay, ja. Natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Warum noch nicht? Wie viel macht das? Wie viel macht das jetzt? Kopflos? Yo, war zwar ein Volltreffer. Oh, damn. Okay. Interessant, Kate. Interessant. Und du bist weg vom Fenster. Tschüss. Tot. Epic. Level up für Zwolog hat es dringend nötig gehabt. Ich will alle auf Level 60 bringen am Ende. Tektas? Kenn ich nicht. Oh, ich hab gerade Tektas gesagt und dann denke ich mir so, 5 Minuten später Tektas? Lol. Lass mal ein Warteschild ein, bevor er mich noch killt. Der ist bestimmt OP. So. Verteidigung steigt enorm drastisch. So, jetzt kannst du mir nicht mehr wehtun, du Penner. Was willst du, hä? Was willst du denn? Was willst du, hä? Tut das weh? Hoffentlich. Auch bei dir macht die Attacke keinen Unterschied. Jetzt fließt du alles zurück. Bam. Oh, ja, nicht sehr effektiv anscheinend. Ich muss warten, bis ich im roten Bereich bin. Keine Ahnung. Ja, komm, weg mit dir. Tschüss. Aber kann man mal eine sagen, wo Tektas kommt? Ne, egal, müssen wir nicht sagen. Ich werde es ja eh gleich sehen, wenn ich das ins Thumbnail pack. Dann sicher, von wem das die Entwicklung ist.
Pelipa, hey Bro. Was geht, mein Bro? Komm, Zwolok macht gerade einen super tollen Job. Ich sag ja, Zwolok ist nicht schlecht. Alle sagen, Zwolok ist scheiße. Du tust doch aus dem Team raus. Digga, das Ding ist ein Tank. Aber ein richtig krasser. Der hält alles aus. Der wird nicht sterben. Nicht solange ich ihn unter Kontrolle habe. Aber richtig dumm, das Kopf muss einfach von den Beinen kommen. Beinen kommt. So, kann ich reden. Wir können auch Wasserschild mehrmals einsetzen, so, soweit ich weiß. Aber lass ich es erstmal. Komm, einmal reicht so. Rückenwind. Pff. Dass mich das aufhält. Wie bitte? Warum macht das auf einmal so viel Schaden? Okay. Alles klar. Super. Jetzt haben wir noch drei Boomern. Und sie will noch gleich Dynamaxen. Ich weiß nicht was. Ich will es auch gar nicht wissen. Komm, hau ab. Bin zu faul für Bitterkuss. Komm einfach ab. Zauberschein. Ching, 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 ching. Bam. Dead. Level up. Für niemanden. Super. Come on. Ach, yo, Bro. Come on. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Ey, die Musik bisher in den letzten Folgen, die ist echt gut gewesen. Es gibt Leute, die sagen, diese Arena Light of Theme ist besser als der andere. Stimme ich nicht zu. Verwandeln wir das Schaden in ein Meer. Giga Dynamaxe dich, komm mal. But he has no chance against my Dynamax Pokushan Creamy. Boing, boing. Ja, da kann Giga Dynamax, aber. Yeah, vielleicht kann ich das auch mal zeigen. Oder vielleicht habe ich es schon gezeigt in Thumbnail irgendwo. Kann sein. Ja, ein Geschenk von uns. Nimm das. Warum dürfen wir anfangen? Ist das deren scheiß Ernst gerade? Ist das gerade deren Ernst? Ist das gerade deren Ernst? Digga, wäre das jetzt, hätte mich jetzt gewonnen, wäre ich rausgegangen. Und dann macht das nur so wenig. Das reicht. Jetzt zücke ich meinen Tillen raus. Sind alle tot. Ich kann so nicht weitergehen. Talon ist ein krasses Pokémon. Hält alles aus. So, Andy schrumpft das Ding nach drei Runden. Immer. Tut mir leid für meine Leistung. Ich hab nicht gedacht, dass Gray tatsächlich so krass geworden ist. I mean, what the frick? Und wieder das A2O. Nee, hat's nicht. Super. Oh, Gott sei Dank. Heilige Scheiße. 61, damn. 54, ja. Kate besiegt! Ich hasse
es nicht. Da sind sie mir nach den Segeln genommen und den Sieg davongetragen. Alter, alle sind einfach dead. Michael hat gewonnen. Sie hat es schon wieder geschafft. Sie hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena-Challenge. Mein Partner hat mit Dynamax bei ordentlichen Wellen geschlagen, aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sania vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich dir damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinen Pokémon sein. Genieß es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause, eine kurze Werbeunterbrechung. Danach sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Michael hat gegen Kate gewonnen. Ness hat gegen Kabu gewonnen. Ja, krass. Neo hat gegen Mel gewonnen. Und Roy hat gegen Yaro gewonnen. Das heißt, wir werden als nächstes entweder gegen Neo, Ness oder Roy kämpfen. Nee, warte. Ich glaube gegen Neo. Und danach gegen Ness oder Roy. Oh. Lol.